Hallo, hallo, hier ist wieder Shokimanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, aber heute haben wir noch ein Geburtstagskind. Okay. Noch ein ganz berühmtes Geburtstagskind, sowas von berühmt. Berühmter als Michael Jackson, Sammy Davis Jr., Elvis Presley und Brad Pitt gemeinsam. Sieht auch doppelt so gut aus wie Brad Pitt. Ja, der Papst. Ja? Der Papst, ja genau. Ja, so ähnlich, ja. Der Papst ist es nicht, sondern... Der Pujan hat heute Geburtstag. Nein, der Pujan. Pujan, 13. September hat der Pujan Geburtstag. Ich sage, Happy Birthday. Ja, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Ja, ich komme daher vorbei, Pujan, und dann trinken wir einen. Lass dich feiern, ja, feier dich. Pujan, genau. Fragen und morgen kriegt ihr mehr Wissen über den 11. September. Was man über den 11. September wohl sagen kann. Da fällt mir jetzt auch gerade spontan gar nichts zu ein. Ah, da müssen wir nochmal recherchieren. Ne? Und manche Männer machen ja richtig so, die machen dann irgendwie so ein... Die machen ja so ein Salto und dann kommen sie... Und landen im Spagat. Im Spagat. Alter, das kann doch nicht sein! Ja, das Geburtstagskind heute ist jemand, der gesagt hat, wer Jogginghosen trägt, der hat sich als Mensch aufgegeben. Das ist unser aller Karl Lagerfeld. Ich stelle mir gerade vor, wie du mit so einem Aluhut. Kennst du den Science? Ja. Science, den Film? Ein Aluhut. Aber da hat er recht gehabt. Ja, die haben alle immer recht, Sascha. Ja, die haben recht, alle ja. Immer recht, ja. Ja. Ja, hau ihn weg. Wir waren bei Kap Verde. Hau ihn weg. Und ich bin der Sashi und das hier ist Putzfenster, hat man früher auch zu ihm gesagt. Ja, warum hat man das zu ihm gesagt? Weil er dem Schauspieler Bud Spencer ähnlich gesehen hat. So ein bisschen. Den jungen Bud Spencer? Ja, vielleicht. Ich glaube, dass die Person, von der das kam, du kennst sie, ja, die hat es zurück Schluss gefolgert auf meine Augen vom Bud Spencer. Die Augen sind ja immer so ein bisschen geschlossen. Ja. Das sind meine auch. Putzfenster! Ja, hier bei uns im Studio. Salam alaikum. Ja, heute ist der 11. September. Ich weiß nicht, und der Pujan macht immer blöde Witze. Der macht immer so... Das habe ich nie gemacht. Nee. Das habe ich nie. Das hast du nie gemacht. Nee, nee, habe ich nie gemacht. Genau. Heute am 11. September reden wir nicht über Flugzeuge. Happy Birthday. Wir reden über das Geburtstagskind. Happy und das Birthday. Ist Franzi. Franz Beckenbauer. Oha. Heute ist der Weltprostatatag. Ja, große Hafenrundfahrt. So ungefähr, genau. Ja. Mit der Prostata hast du jetzt noch nichts zu tun? Nein. Ich auch noch nichts. Ich bin auch noch zu jung dafür. Aber bald. Wollen wir noch mal so einen kleinen nebenbei? Was sagt der Patient zum Arzt? Also, wo soll ich meine Unterhose hinlegen? Da sagt der Arzt, nee, meine. Nee, mit 27 sind die alle ganzen Großen gestorben. Ne? Mhm. Hier Kurt Cobain, ja. Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Lothar Matthäus, egal. Oh. Gegen Brasilien, unvergleichlich. Ja, 2014 gegen Brasilien. Weltklasse. Ja, hast du gesehen? Ach. Natürlich hast du gesehen. Ein Orgasmus im Gesamten. Das gesamte Spiel. 90 Minuten. Orgasmus. Ja. Das kann man so sagen. Für einen Fußballer? Ja, sagen wir 70. Unbeschreiblich. Sagen wir 70, ja? Ja, okay. 70. Jetzt wollte ich es ganz schön formulieren. Nee, hat nicht funktioniert. Schön, ja. Hast du doch. Hast du Ende die gemacht. Verantwortung der Alliierten auf deutschem Staatsgebiet. Ach so? Ja. 1990. Naja. Doch. 12. September. Die Verantwortung. Ja. Aber der Einfluss ist die Frage. Du bist jetzt hier Verschwörungstheoretiker. Oder? Also hör mal auf, ey. Also bitte. Aluhutträger. genau. Chemtrails, Chemtrails. Alter, fang nicht damit an. Die hören uns doch. genau. Achso, du warst... Ich war drei Wochen... Das heißt, du hast gar nicht gedient? Nee. Aber viel schlimmer ist Marvin, der hat gar nichts gemacht. Ich war wenigstens drei Gonzales, Wochen da. Also Gonzales, eine Woche. Ja, Gonzales hat gar nichts gemacht. Nee, gar nichts. Wie gar nichts? Ja, aber gar nichts. Ja, hat er verweigert? Ja, ein richtiger Bandit. Ach so, aber du hast. Ich war wenigstens da und hab mal geguckt, wie das abläuft. Ich bin ausgemustert worden. Ah. So. Ach du? Guck mal, der nächste. Ja. Ja, nein. Wofür ist David Copperfield bekannt? Zunächst mal, also meine Erinnerung, dass er mit Claudia Schiffer was hatte. Oh, unglaublich. Ja, und dann ja, aber so hässlich ist er ja nicht. Nee, er ist schon ziemlich ja. aufgesetzt und diese Tolle hat er gehabt und sowas. Aber so total scheiße sah er auch. Er hat auch den Vertrag mit drei Wettertaft gehabt, den musste er einhalten. Und, ja. Keine Ahnung, warum die das getan haben. Kann man machen, kann man auch lassen. Ja. Trinkst du schon wieder Bier? Nö, ist doch schon. Nach vier? Naja, ja, relativ früh, ne? Kann man mal machen. Ja. Ich habe ein Fakt des Tages. Und am 14. September hat Geburtstag. Erzähl. Die Sängerin Amy Winehouse. Nee. Kennst du? Kenn ich. Rehab.
Die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Kannst du singen? Nein. Ja, das ist wie Terence Hill, der ist aus dem dritten Stock gesprungen und auf sein Pferd im Sattel gelandet, ja, ohne Spiegeleier, genau, zu haben. Ohne überhaupt irgendwas zu haben, ja. Katastrophe. Also kann ich mir so nicht nachvollziehen, es ist aber... Ist das ein Richtmikrofon da drin? Ja, okay, kann ja sein. Hat da nicht irgendwie gerade was geknackt? Eine Leitung? War das eine Leitung? Ja, genau. Das ist ein Haus hier. Sag schnell zu. Cheerio, Sophie. Ciao, mach's gut.